Wasser. Hier ist das Royal Helena. Das Licht ist weit von unserem Licht, aber direkt am Strand. Direkt hier am Goldstrand. In, aus Indien, Tibet, Himalaya, also Zentralasien, über die iranische, persische Kultur, später die Griechen, die Römer und so in Europa waren wir schon viel früher bekannt. Und wir sind hier, als Dekoration, aber auch als eine Botschaft, eine tierische Botschaft, sozusagen. Gute Kraft und schlechte Kraft. Die beiden Kräfte gegeneinander, weil die Kacken nach links, die beiden ja, das ist schon die anpassen. Nur so kleine, niedrige Schriften dürfen wir auch bauen. Da war von Ankursen zu tun, dann war man nur an der Priester. Hier absichtlich wurde diese Basilika errichtet, schon im frühen Mittelalter. Die Bischöfe, wie schon erwähnt, haben hier residiert, gedient, gewohnt, in der Nähe gewohnt. Und bis heute noch, ja, das dient als Ambiente für Besichtigungen, Treffen, kulturelle Aktivitäten, Konzerte und so weiter und so fort. Kein von den belangreichsten Punkten von Nessebar. Ja, Punkten, ist dieser Punkt. Ja. Kulturell, touristisch, heisterlich. Ja, ja, auch. Es wurden rechts verschiedene Sorten Aktivitäten organisiert. Hier in dem Hotel ist jetzt ein Event. Es ist alles geschmückt. Überall, wo man hinschaut, sind schon die Kappen. Morgen kommen 500 Leute an. Das sind die kompletten Eingänge. Es ist alles mit Sternen und Sachen geschmückt. Hier draußen sind sogar die Sachen aufgehangen. Das gibt ein großes Event hier, habe ich mitbekommen. Von United Credits. Im Rio Helios. Hier kann man auch mit dem Bus herfahren, braucht keinen Ausflug zu buchen. Das heißt dann Busstation Oldtown. Wir fahren dann hier dann direkt. Hier ist Alt Nessebar. Und hier drüben ist Neu Nessebar.
Und hier gibt es auch jede Menge Shops, wo man hier ein bisschen shoppen gehen kann. Da. Souvenirs. Hier sehen wir das Rio Helios. Paradise, mal von der anderen Seite. Vorhin haben wir es von oben gesehen. Jetzt sehen wir in Old Nasepa. Hier, das ist alles Sonnenstrand. Hier ist das neue Nasepa. Und wir sind jetzt über den Steg nach Nasepa gefahren. Größer und höher und stabiler. Früher beim Fahrt und bei Gefahr, bei Not konnte man alles schnell abbrechen und von, praktisch von allen Seiten wurde Nasepa vom Meer geschützt. Bis Herbst, früher in der Wiedernehmen, bei Not, bei Orolo. Und so, sehr schnell konnte man dann abbrechen, diese Weg abschleiten, abbrechen, durch Wasser in der Stadt noch besser verteidigen. Da sind auch Mühlen von allen Kanten, Burg im Kastell. Wir haben in Nasepa hier ein Museum, direkt am Eingang. Alle anderen Kirchen sind entweder Museen oder Galerien oder für Konzerte, die Akustik, wo die Akustik erhalten geblieben ist. Hier zum Beispiel, dort werden Konzerte organisiert, Ausstellungen, ja, für kulturelle Zwecke. Ja, von Kultur und Touristen. Auch ein ja, kleiner Ort, aber nicht so sehr sehenswert wie dieser Ort. Pomorje wurde abgebrannt hier. Und ja, fast alles wurde vernichtet, fast alles. Da oben haben wir auch ein schönes Hotel. Die Kirchen, die Stephanskirche. Da, ja, die wurde bis vor 15, bis vor 100 Jahren genutzt. Zuletzt haben hier die Bischöfe gedient, die letzten Bischöfe von Nasepa gedient. Und von ihnen die Kirche ist sehr malerisch, sehr künstlerisch dekoriert. Nicht mit Ornamenten, sondern mit Malereien. Typisch orthodoxe Fresken. Hier sehen wir die älteste Kirche. Hier haben wir auch ein Hotel. Sankt Stephan, ich weiß nicht, es ist zugewachsen. Es könnte St. Stephan wie die Kirche heißen. Hier sind Cheraborg. Und hier sind wir dann in Alt. Hier sehen wir das Helios Paradise, das Rio Hotel. Von oben, vom Berg her. Es liegt ganz am Ende von der Bucht. Hier ist der komplette Sonnenstand. Und hier ist ein neuer Nasepa und Alt Nasepa da drüben. Und dann bleiben wir etwas länger. Ich zeige Ihnen das Schönste, das Interessanteste. Es gibt schöne alte Häuser, Kirchen, archäologische Ausgrabungen und so weiter und so fort. Nasepa ist ein wunderschöner Ort, UNESCO-Ort. Also ich glaube, Sie verstehen alles, was UNESCO ist. Ja. Und der einzige Ort hier an der Küste unter UNESCO ist dieser Ort, Nasepa. Deshalb werden solche Ausflüge, solche Sichtungen organisiert.